Heute möchte ich nochmal die Einladung aussprechen, für dich selbst zu überprüfen, wie schnell bist du in deiner Wahrnehmung beim Gegenüber, anstatt bei dir. Das heißt, da geht es vor allem um den kleinen, aber feinen und wichtigen Unterschied, weil anhand dieses Unterschiedes kreierst du, also schaust du aus einem Raum des Schmerzes zum anderen und bist damit an den anderen gebunden und bindest den anderen an dich, oder nimmst du aus einem Raum der Liebe heraus wahr, der Annahme für das, was sich zeigt, auch beim anderen. Das kannst du immer wieder auch so ganz einfach überprüfen, indem du schaust, fühlst du in dem Moment in dich hinein, wie gehst du mit dem um, was da in dir ist, darf das in dir sein? Und wenn da ein Raum der Heilung, ein Raum der Annahme entsteht, ein Raum, sag jetzt mal, des Ganzseins, wo du auch einfach das Feld der Einheit in dem Moment berührst oder betrittst, dann ist es eine ganz andere Art der Wahrnehmung, die du nach außen projizierst und auch was du dann mit deinem Gegenüber zusammen kreieren kannst.